Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen ASMR-Video. Ich dachte, das Jahr ist zwar schon ein paar Tage alt, aber wir können trotzdem nochmal gemeinsam ein bisschen journalen. Nochmal Rückschau halten auf 2023. Und uns ein paar Fragen stellen für das Jahr 2024. Und ihr könnt das jetzt gleich direkt mit mir mitmachen. Wir machen das zusammen. Ich werde auch meine Fragen schriftlich beantworten und wünsche euch viel Spaß bei dieser Art von ASMR-Video. Wenn euch das so gefällt, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas in die Richtung öfter haben wollt, ob wir öfter zusammen im ASMR-Stil journalen wollen. Und dann wünsche ich uns jetzt einfach viel Spaß. Wir machen uns jetzt erstmal noch eine schöne Kerze an. Also macht's euch gerne wirklich bequem. An einem Ort, an dem ihr euch wohlfühlt, mit einem Getränk. Zündet euch vielleicht auch eine Kerze an. Wenn ihr mögt. So, die Stimme jetzt hier vorne hin. Sehr schön. Und ich muss ja aktuell immer die Zeit abpassen, wo die Bauarbeiter, die gerade hier im Haus sind, immer Frühstückspause machen. Und die Zeit kann ich dann nutzen, um Videos zu drehen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt gar kein langes Intro. Es sind nämlich 12 Fragen, die ich mit euch heute hier beantworten möchte. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe hier tatsächlich so einen richtigen Füller. Ich mag das sehr, damit zu schreiben, vor allen Dingen, wenn ich vorhabe, ein bisschen was mehr zu schreiben. Okay, und mit meinem Heftchen kann ich dann später immer noch ein paar Geräusche für euch machen. Wir starten mit der ersten Frage. Und zwar sind das jetzt erstmal noch Fragen zum Jahr 2023. Und da können wir uns ja erstmal nochmal hier oben 2023 hinschreiben. Und die erste Frage lautet: Welcher Wunsch ist in diesem Jahr in Erfüllung gegangen? Also, welcher Wunsch ist im Jahr 2023 für dich in Erfüllung gegangen? Darüber kannst du jetzt einmal kurz nachdenken und das für dich notieren. Vielleicht sind es sogar mehrere Wünsche. Falls ich dir zu schnell sein sollte, kannst du gerne jederzeit das Video pausieren, wenn du ein bisschen mehr Zeit für eine Frage brauchst. Und die zweite Frage ist, wieder Jahr 2023, was hast du in diesem Jahr gemacht, auf das du so richtig stolz bist? Was
du in diesem Jahr gemacht, auf das du so richtig stolz bist. Und du kannst ja gerne mal kommentieren, was du für ein Journal-Typ bist. Ich schreibe meistens in Stichpunkten, es sei denn, ich schreibe meine Morning Pages. Wenn wir mal zusammen Morning Pages schreiben wollen, kommentiert das gerne. Also ich schreibe eigentlich immer in Stichpunkten beim Journalen, aber vielleicht bist du ja jemand, der lieber in Sätzen schreibt, also kommentier das doch gerne mal. Also was hast du in diesem Jahr gemacht, auf das du so richtig stolz bist? Kommen wir jetzt zur dritten Frage. Auch immer noch Jahr 2023. Für welche Momente bist du besonders dankbar? Für welche Momente bist du besonders dankbar? Und ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, aber ich hatte vermutet, dass die Handwerker eigentlich schon in ihrer Frühstückspause sind, aber es wird immer noch geklopft und gehämmert. Ich hoffe, das geht für das Video trotzdem. Also widmen wir uns der dritten Frage: Für welche Momente bist du besonders dankbar? Die vierte Frage lautet: Wenn du auf deine Erfahrungen zurückschaust, welche waren für dich am wichtigsten und warum? Also viertens, wenn du auf deine Erfahrungen zurückschaust, welche waren für dich am wichtigsten und warum? Welche Erfahrungen waren für dich am wichtigsten? Und das können ja nicht nur positive Erfahrung sein.
Das können ja auch negative Erfahrungen sein, aus denen du aber vielleicht irgendwas gelernt hast, erkannt hast, die dich dann doch zum Ziel geführt haben, die dir gezeigt haben, was du nicht mehr willst in deinem Leben und stattdessen willst. Also ich glaube, das könnte eine umfangreichere Beantwortung brauchen. Und ich habe mir zum Beispiel für dieses Jahr 2024 etwas vorgenommen. Das erzähle ich euch jetzt nebenbei, während ihr weiter eure Frage beantwortet. Und zwar sind mir so Rückblicksachen ganz doll schwer gefallen, weil ein ganzes Jahr auch eine lange Zeit ist. Und gerade wenn es um so Highlight-Momente ging, habe ich mir für 2024 vorgenommen und das habe ich auch schon begonnen. Ich habe mir einen Ordner auf meinem Handy angelegt, Highlights 2024. Und dort kommen natürlich Fotos, Videos rein von tollen Momenten, dass ich auch versuche, in diesen tollen Momenten ein Foto zu machen, um mich dann besser an diesen Moment erinnern zu können. Aber auch Fotos von irgendwelchen Eintrittskarten oder solchen Sachen zum Beispiel. Genau, ich hatte erst überlegt und vielleicht ist das auch der zweite Schritt dann, den ich mal gehe, dann tatsächlich auch alles auszudrucken und quasi in Form einer Collage oder eines Bilderrahmens oder Fotoalbums festzuhalten. Aber das werden wir sehen, wie das läuft. Und wir gehen jetzt über zu Frage 5. Was hast du in den letzten 12 Monaten gelernt? Was hast du in den letzten 12 Monaten gelernt?
sechs Punkte aufgeschrieben, aber ich denke, mit ein bisschen mehr Zeit und Nachdenken wäre ich auch auf wesentlich mehr gekommen. Aber ich will das Video nicht so wahnsinnig in die Länge ziehen und deswegen kommen wir jetzt zu Frage Nummer 6. Welche Entscheidung hat dir gut getan und warum? Frage 6. Welche Entscheidung hat dir gut getan und warum? Frage Nummer 7. Was möchtest du auf dem Weg ins neue Jahr loslassen? Also, wir sind ja jetzt schon nicht mehr auf dem Weg ins neue Jahr. Wir können aber trotzdem nochmal aufschreiben. Und das habe ich die letzten Wochen auch unglaublich viel getan, was wir loslassen wollen. Also, was wollen wir loslassen und nicht ins neue Jahr mit zurücknehmen? Also siebtens, was möchtest du auf dem Weg ins neue Jahr loslassen? Und das kann ich euch empfehlen, wirklich regelmäßig zu tun, euch Zeit zu nehmen, euch hinzusetzen. Kann man zum Beispiel auch sehr toll als Ritual zum Vollmond machen. Während des Vollmondes lässt man auch los. Und dann schreibt das doch gerne auf einen Zettel, den ihr im Anschluss verbrennt, um wirklich gehen zu lassen, loszulassen. Also machen wir jetzt nochmal eine kleine Liste mit ein paar Punkten, was wir vor allen Dingen aus 2023 gehen lassen wollen, loslassen wollen. Ihr könnt zum Beispiel auch Glaubenssätze aufschreiben, die ihr über euch habt, über das Leben habt, über das Muttersein habt und die euch nicht mehr dienlich sind, die ihr einfach nicht mehr glauben wollt. Also vielleicht denkst du unbewusst, aber auch bewusst immer wieder, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug oder ich muss das alles alleine schaffen. Und das alles ist natürlich unglaublich blockierend und negativ und nicht hilfreich. Und diese Glaubenssätze, diese Gedankenmuster, die du da hast, die kannst du auch loslassen und jetzt hier bei dieser Übung zum Beispiel einfach auch mit aufschreiben.
Und jetzt widmen wir uns endlich dem neuen Jahr. Das heißt, wir können jetzt hier oben 2024 hinschreiben. Und die achte Frage ist nämlich, was ist deine Intention für das neue Jahr? Was ist deine Intention für das neue Jahr? Was ist meine Intention für das neue Frage, wie möchtest du dich fühlen und was tust du dafür? Das ist eine unglaublich kraftvolle Frage, sich mal zu überlegen, in diesem Jahr 2024, wie möchte ich mich da den Großteil der Zeit fühlen? Frei, geliebt, stark, mutig, lustig, albern, abenteuerlich und dann zu überlegen, wie kann ich es schaffen, mich so zu fühlen? Kann ich zum Beispiel mehr Ausflüge machen, die mich herausfordern oder in die Komödie gehen oder eine Herausforderung annehmen oder. Also die neunte Frage ist, wie möchtest du dich fühlen und was tust du dafür? Also ich finde, jetzt wird es auch wunderbar praktisch, weil genau das, was du dir jetzt gleich überlegst, was du dafür tun möchtest, kannst du dir in deinen Kalender eintragen oder irgendwo festhalten und das wirklich Schritt für Schritt abarbeiten. Du kannst dir das dann nochmal in kleinere Schritte runterbrechen. Also wenn wir jetzt sagen, du möchtest dich lustiger fühlen, heißt, du möchtest gerne mehr Dinge im Leben zu lachen haben, dann wäre, was du dafür tust, zum Beispiel dir eine Comedy-Show anzugucken oder in die Komödie zu gehen oder dir lustige Freunde zu suchen. Und die kleinen Unterschritte wären dann, mal zu recherchieren, Tickets zu buchen, um dann da tatsächlich auch hingehen zu können und das erleben zu können. Okay, los geht's. Achtet auch gerne immer wieder auf so Zeichen, die euch im alltäglichen Leben begegnen. Das klingt jetzt erstmal so extrem spirituell hochtrabend, aber ich gebe euch ein ganz persönliches Beispiel. Und zwar erscheint mir seit Wochen ein und dieselbe Werbung für eine Veranstaltung auf Instagram. Und ich weiß natürlich, dass mir die öfter gezeigt wird, weil ich die schon einmal ganz bewusst angeklickt habe und mir alles dazu durchgelesen habe. Und trotzdem ist das immer wieder die permanente Erinnerung daran, du solltest das machen, du solltest Tickets buchen, du solltest dahin fahren, du solltest dir das angucken, das wird toll. Und jetzt gerade fällt mir eine
dass ich immer noch keine Tickets gebucht habe und dass ich mir da aber tatsächlich fest vorgenommen hatte, dahin zu fahren, mir das anzugucken. Achtet auf eure Intuition. Wenn ihr irgendwo was seht, was euch begeistert, was euch anspricht, was euch verfolgt, was auch in eurem Kopf hängen bleibt, dann go for it. Dann recherchiert, dann guckt euch das an, dann macht das. Folgt eurer Intuition, eurem Bauchgefühl. Frage Nummer 10. Was ist eine Sache, die du gestalten, erschaffen oder umsetzen möchtest? Das ist cool, da gibt es für mich nur eine große Sache. Die weiß ich schon, aber okay, wir widmen uns. Frage Nummer 10. Was ist eine Sache, die du gestalten, erschaffen oder umsetzen möchtest? Ich schreibe meine Sache hier an, wo ist das drauf? Fällt euch das schwer, diese Frage zu beantworten? Also dieses Gestalten, Erschaffen, Umsetzen. Dieses Kreativsein ist ja was tief Weibliches, also etwas Erschaffen, etwas Gestalten. Das kann im Kleinen sein, dass ihr irgendwie ein Zimmer umdekorieren wollt bei euch zu Hause. Blumen umtopfen. Vielleicht wollt ihr ein Weihnachtszahlenbild malen. Stricken lernen. Oder auch im größeren Rahmen was erschaffen. Umsetzen kann natürlich sein, Jobwechsel, Umzug oder aber auch ein Gartenprojekt oder. Vorletzte Frage, 11. Was sind deine drei größten Ziele? Also für 2024. Was sind deine drei größten Ziele? Das könnt ihr jetzt natürlich sehr grob aufschreiben, so wie ich das gemacht habe, aber nur, weil ich mir meine Ziele für dieses Jahr schon sehr bewusst bin. Oder ihr schreibt das ganz, ganz detailliert auf. Was möchtest du? Bis zu welchem Zeitpunkt? Kannst du das an irgendwelchen Zahlen oder anderen Werten bemessen? Wann hast du dieses Ziel ganz konkret erreicht? Vielleicht bist du aber auch der Typ, der es einfach so ein bisschen lockerer schreiben möchte. Der so schreibt, hey, ich möchte mich so und so fühlen und das ist mein Ziel und ich weiß noch gar nicht, was es braucht, um dahin zu kommen. Also mach das so, wie das für dich gut passt. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, das ist jetzt 12. Was ist dein Wort für das Jahr, das dich durch die kommenden 12 Monate begleiten darf? Auch dieses Wort kenne ich für mich schon.
Also, zweifelst, was ist dein Wort für das Jahr, das dich durch die kommenden 12 Monate begleiten darf. Ich schreibe das ganz groß hier hin. Auch dieses Wort kann euch ganz intuitiv jetzt gerade in den Sinn kommen. Und dann hinterfragt das nicht. Wenn jetzt plötzlich gerade ein Wort aufploppt, dann ist das genau das richtige Wort. Das ist Sinn des Journalings, in euer Unterbewusstsein vorzudringen, die Informationen, diese wertvollen Informationen aus eurem Unterbewusstsein herauszukristallisieren. Und dann schreibt dieses Wort auf, vielleicht sind es auch mehrere. Und dann schreibt ihr euch vielleicht nochmal auf ein Post-it oder kreiert damit irgendwas Schönes und erinnert euch das ganze Jahr über an dieses Wort, was euer Leitfaden, euer Fokus ist. Euch dieses Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.